Self-Exhibition. Das habe ich schon öfter gemacht. In New York, im Guggenheim Museum, im Metropolitan Museum und auch in Österreich. Ich sehe das einerseits als Mutprobe, dann als Akt der Selbstermächtigung und vor allem als Protest gegen den elitären Kunstbetrieb. Feministische Avantgarde, da gehöre ich dazu, da mache ich mit. Da lasse ich mich nicht ausschließen. Ich werde meine Rede mit Küchenschürze da aufhängen. Ich weiß auch schon ganz genau, wohin. Auf dem Foto sieht man mich mit einem Abfallprodukt, mit vielen Busen. Ich bin darunter nackt und es könnte symbolisieren, einerseits eine Mutterfigur, die so viel zu geben hat, so viele Busen, dass sie alle ernähren möchte. Und auf der anderen Seite sind die vielen Busen ein Symbol für eine übersexualisierte Frau. Und von hinten ist mein Werk ebenfalls gestaltet. Rechts und links gibt es eine Slip-Einlage, die eignet sich wunderbar als Befestigungsmöglichkeit. Und zwischen den Slip-Einlagen habe ich auch nichts zu verbergen. Da stehen alle meine Daten, dass man weiß, wer ich bin und wo ich zu finden bin. Und das erinnert sogar noch junge Leute, aber ältere erst recht natürlich an so ein Sprachbild. Gibt es in verschiedenen Formen der Frau etwas ins Rohr schieben oder ein Rohr im Garten haben oder so im Gartenrohr haben, im Garten im Rohr so tun, oder ähnliche Sprachbilder, die natürlich auf die Schwangerschaft anspielen, auf das Gebären und Ausgebären des Kindes in der Frau. Das wird hier von der Seite wird es noch stärker, weil diese Assoziation, dass sozusagen diese maschinelle Funktion, diese Verschmelzung der Frau mit dem Küchenherd, wird aber gleich mit der Sekundärfunktion da verbunden. Also ist jetzt eine Interpretation. Allerdings, Sie werden sehen, oder wenn Sie die Birgit Jürgensen kennen, sie liebt das Spiel mit Sprache, mit Sprachbildern, die sie in ein echtes Bild zurückführen und uns oft genug damit begann verbinden. Gleich bei der Zeichnung daneben. Ein schönes Beispiel, die Bodenschuppen benannte Zeichnung, da sehen wir bei das zweite Medium, das Birgit Jürgensen sehr oft verwendet hat in den 70ern, ist die Zeichnung, besonders gerne mit Buntstiften.